Hallo, schön, dass Sie da sind. Sie können mich sehen, ich kann Sie zwar nicht sehen, aber wir können gemeinsam Weihnachten feiern. Egal, wo Sie sind und egal, wann Sie das angucken. Wir können gemeinsam Weihnachten feiern. Verbunden durch Gott. Ich weiß nicht, wie es Ihnen heute geht, an diesem Weihnachten in diesem Jahr 2020. Ich weiß nicht, wie es Ihnen in diesem Jahr ergangen ist. Und ob Sie Weihnachten feiern wie immer oder ganz anders als immer. Manche fiebern schon lange auf diesen Tag hin und andere fürchten sich schon länger vor ihm. Heute ist er da, heute ist Weihnachten. Und Sie haben diesen Gottesdienst eingeschaltet, um zusammen Weihnachten zu feiern. Auch wenn wir uns nicht alle sehen können, sind wir doch zusammen an diesem Tag. Irgendwie scheint es nicht passend, dass jetzt, gerade jetzt, Weihnachten ist. Rasante Infektionszahlen, Kontaktbeschränkungen. Vieles, was wir gewohnt sind, ist nicht möglich. Und trotzdem ist da plötzlich, wie alle Jahre plötzlich, Weihnachten. Alles spricht schon seit Wochen davon. Lockdowns richten sich danach und vieles im persönlichen Leben sowieso. Und trotzdem ist es auch dieses Jahr wieder plötzlich. Weihnachten in diesem Jahr scheint manchen nicht so recht zu passen. Vor kurzem erst habe ich mit einer Nachbarin gesprochen und die sagte, dieses Jahr ist ja sowieso kein Weihnachten. Aber vielleicht war Weihnachten schon immer so, dass es gar nicht so recht reinpasste. Eine Geburt mitten auf einer Reise in einem Stall. Gäbe es eine günstigere Situation für. Hätte Gott sich anders ausdenken können. Und doch, Jesus wurde geboren mitten während einer Volkszählung. Und heute denken wir an diesen Tag. Heute feiern wir Weihnachten. Und es hat nicht nur Nachteile, so miteinander Weihnachten zu feiern. Wir können zwischendurch einen Schluck trinken. Vielleicht schon ein Plätzchen naschen. Und vor allem können wir gemeinsam singen, was wir jetzt schon so lange in der Kirche nicht gemeinsam tun. Und dazu möchte ich Sie animieren, das zu tun. Ich weiß, es ist total merkwürdig, vor einem Bildschirm sitzend zu singen. Vor allen Dingen, wenn man alleine ist, aber auch mit anderen. Aber trotzdem, die Lieder, die erzählen schon so lange von diesem Fest und sind uns so gut im Ohr und tun so gut. Ich lade Sie ein und möchte Sie animieren, die mitzusingen und wirklich mit mir jetzt Gottesdienst zu feiern. Egal, wo Sie sind und egal, ob Sie enttäuscht sind von diesem Jahr und von diesem Weihnachten. Jetzt ist Weihnachten. Jetzt ist die Zeit, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Und vielleicht tut es Ihnen so gut wie mir, um sich daran zu erinnern, eine Kerze anzuzünden.
Jesus Christus sagt, ich bin das Licht der Welt. Heute feiern wir dieses Licht. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott, ich bitte dich, hilf uns jetzt ganz da zu sein. Schenke uns Ruhe vor unseren Ängsten und Sorgen, vor dem, was noch zu tun ist, was noch nicht vorbereitet ist. Hilf du uns, jetzt ganz da zu sein. Gott, begegne uns und zeig uns, was du heute für uns vorbereitet hast. Amen. Vielleicht mögen Sie ja mitkommen und ein bisschen von dem Gewohnten erleben. Sie müssen sich nicht bewegen, nur ich. Sie haben Glück. Es geht in die Kirche. Jetzt sind Sie mit mir hier, an diesem vertrauten Ort, weihnachtlich glänzend, und Sie hören die Worte, die altbekannt sind und doch immer wieder einem neu begegnen können. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausginge, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste, und sie geschah, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weib, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, da sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herden. Und siehe, des Herrn Engel traten zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchte dich nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Sie meinen, Sie wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ich glaube, Sie können gespannt sein, ob die Geschichte nicht vielleicht doch auch anders verlaufen sein kann.
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war noch öde. Dunkel bedeckte sie und wogendes Wasser. Da sprach Gott, Licht entstehe, und das Licht strahlte auf. Und Gott sah das Licht an. Es war gut. Dann trennte Gott das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen, der erste Tag. Mama, Mama, dürfen wir Sterne heute endlich leuchten? Nein, mein Sternkind, du musst noch etwas Geduld haben. Heute ist noch nicht Weihnachten. Aber wir warten jetzt schon so lange und die vierte Kerze am Adventskranz der Menschen brennt doch seit heute. Ja, aber Weihnachten fällt dieses Jahr auf einen Donnerstag. Heute ist erst Sonntag. Erst am Donnerstag? Das sind ja noch 4 Tage. Ich habe keine Lust mehr zu warten. Ich will den Menschen endlich das Licht der Hoffnung bringen. Jesus Kind ist das Signal dafür, Gott hat diese Welt noch einmal.
Gott sprach: Am Himmel sollen Lichter entstehen, die Tag und Nacht voneinander scheiden. Leuchtende Zeichen, um die Zeiten zu bestimmen. Tage und Feste und Jahre. Sie sollen am Himmelsgewölbe leuchten, damit sie der Erde Licht geben. So geschah es. Gott schuf zwei große Lichter. Ein größeres, das den Tag beherrscht, und ein kleineres für die Nacht. Dazu auch das ganze Heer der Sterne. Gott setzte sie in das Himmelsgewölbe, damit sie der Erde Licht geben. Den Tag und die Nacht regieren und Licht und Dunkel voneinander scheiden. Und Gott sah das alles an. Es war gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der vierte Tag. Mama, komm schnell. Heute ist endlich Donnerstag. Wir müssen zur Sternenversammlung. Ich komm ja schon, mein Sternenkind. Ich bin nicht mehr so flink. Ich habe schon viele Sternenjahre auf dem Buckel. Aber ich will auf keinen Fall zu spät kommen. Sieh nur, da vorne sind schon alle. Ich lauf schon mal vor. Ach, diese Jugend von heute. Immer haben sie es so eilig und wollen ja nichts verpassen. Liebe Sternengemeinde, wie jedes Jahr an Heiligabend habe ich euch heute auch wieder zusammengerufen, um bekannt zu geben, was wir für unser diesjähriges Weihnachtsfest geplant haben. Viele Menschen sind sehr einsam und es gibt viel Elend auf dieser Welt. Deshalb wird es mal wieder Zeit, dass wir eine besondere Aktion durchführen. Oh ja, lasst uns alle ganz besonders erleuchten. Die Menschen wollen auch in dieser dunklen Jahreszeit Licht in ihrem Leben. Sie stellen Lichterbögen in die Fenster, hängen Lichterketten in die Tannenbäume und sie zünden Kerzen an. Alles erstrahlt dann warm und hell, richtig gemütlich. Ja, sie haben sich gut vorbereitet. Die Geschenke sind gekauft und liegen verpackt unter Weihnachtsbaum. Doch dieses Jahr wollen wir ihnen mal wieder zeigen, um was es an Weihnachten wirklich geht. Und an was hast du da gedacht? Wir schicken ihnen einen einzelnen Stern, der hell leuchtend und gut sichtbar für alle am Nachthimmel erscheint. Das klingt toll, wie vor mehr als 2000 Jahren, als du den Stern geschickt hast und den Sterndeutern den Weg zu Jesus im Stall gezeigt hast. Ja, so in der Art. Es wird mal wieder Zeit, dass wir in diesen schweren Zeiten den Menschen ein Zeichen vom Himmel geben. Darf ich dieser Stern sein? Bitte! Nein, ich möchte das machen. Ich kann viel heller leuchten als er. Von wegen, schickt mich Wasserstellen. Ich habe die meiste Erfahrung. Ruhe. Ich habe mich bereits entschieden. Ihr braucht euch nicht zu streiten. Sternkind, kannst du bitte vortreten? Mama, habe ich richtig gehört? Hat er Sternenkind gesagt? Ja, hat er. Jetzt geh schon nach vorne und mach mich stolz. Weiser Stern, hier bin ich. Was soll ich tun? Ich bin schon ganz aufgeregt und freue mich riesig, über die Köpfe der Menschen hinweg zu sausen. Genau das wirst du nicht tun. Wir wollen die Menschen ja nicht erschrecken. Im Gegenteil, sie sollen von deinem Licht ergriffen werden und sich darauf besinnen, um was es an Weihnachten wirklich geht. Nämlich die Geburt von Jesus, dem Retter der Welt. Ganz hell und klar.
Okay, habe verstanden. Ich ziehe sanft und majestätisch am Himmel entlang und beeindrucke sie mit meiner Strahlkraft, ohne sie dabei zu blenden. Ganz genau. Ich sehe, du hast verstanden, worauf es ankommt. Alles klar, ich bin dann mal weg. Halt, warte, ich muss dir noch etwas sagen. Weiser Stern, du kannst ihn nicht mehr aufhalten. Er musste so lange warten. Ihn hält hier nichts mehr auf. Aber wenn er nicht aufpasst, fällt er noch ins Zeitloch. Zu spät, das ist er schon. Einmal nicht aufgepasst und gestolpert und nun war es geschehen. Ich wäre doch die bessere Wahl gewesen, habe ich ja gleich gesagt. Wenigstens scheint es ihm noch gut zu gehen. Hört ihr ihn singen? Mein Licht soll leuchten in der Dunkelheit. Mein Licht soll leuchten in Hass und Streit. Ich will erleuchten, jeder soll es sehen. Mein Licht als Zeichen soll dort am Himmel stehen. Und das nicht nur im Winter. Den Menschen fehlt die Hoffnung auf das Morgen. Sie machen sich doch so viele Sorgen. Doch ich hab heute gute Nachricht. Es gibt ein Licht, das die Nacht durchbricht. Gott kommt zu euch, will bei euch sein. Seinen Sohn schickt er ganz arm und klein. Seht mal da vorne, was ist das denn für ein komisches Licht? Keine Ahnung, wir sehen mal nach. Huch, wo bin ich denn hier gelandet? Wieso liege ich auf dem Boden? Im Himmel gibt es doch gar keinen Boden. Was ist nur passiert? Und wieso leuchtet mein Körper nicht mehr? Nur noch auf dem Kopf habe ich ein komisches Licht. Hallo, könnt ihr mir vielleicht sagen, wo ich hier bin? Ist das etwa die Erde? Was stellst du denn für komische Fragen? Natürlich bist du hier auf der Erde. Wo solltest du denn noch sonst sein? Na, im Himmel. Ich bin doch ein Stern. Du machst wohl Witze. Du bist doch kein Stern. Sterne laufen auf keinen Fall zu Fuß über der Erde. Vielleicht ja doch. Mich verwundert jedenfalls heute nichts mehr, bei dem wir schon alles Komisches erlebt haben. Stimmt. Stell dir vor, vor ein paar Stunden wurde es plötzlich ganz hell am Himmel und Engel haben auf unserer Weide gesungen. Und sie haben gesagt, dass heute ein Licht für die Menschen auf die Welt gekommen ist. Ein kleines Kind in einem Stall. Es soll der Retter der Welt sein. Und deswegen müssen wir auch wieder los. Oh Mist, die Lampe ist ausgegangen. Gib mir mal das Öl zum Nachfüllen, Kaleb. Wieso ich? Das wollte doch Simon einpacken. Das stimmt nicht. Er hatte dich beauftragt, Kaleb. Das habe ich genau gehört. Nein, ihr lügt. Ich habe mich um die Schafe gekümmert. Na toll. Wie immer will es keiner gewesen sein.
Und wie sollen wir jetzt den Weg finden ohne Lampe? Im Dunkeln ist es hier viel zu gefährlich. Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte? Ja. Ich kann euch doch den Weg leuchten. Das ist ja meine Aufgabe für heute, auch wenn sie eigentlich anders gedacht war. Aber so kann ich wenigstens euch nützlich sein. Danke, dass du es erinnert von dir. Wow, ich kann für Jesus leuchten. Nicht immer gelingt es mir so einfach. Bin ich ein Licht, bin ich ein Licht, leuchte ich für Jesus. Bin ich ein Licht, das die Dunkelheit durchbricht. Ja, kann man sehen, ja, kann man sehen, dass ich mit Gott lebe. Kann man sehen, dass Gott und ich zusammengehen. Herr, du weißt, wie oft es mir schwerfällt, anderen zu sagen, was du für mich bist. Und dann bin ich lieber still und leise, obwohl ich weiß, dass es nicht richtig ist. Bin ich ein Licht, bin ich ein Licht, leuchte ich für Jesus. Bin ich ein Licht, das die Dunkelheit durchbricht. Ja, kann man sehen, ja, kann man sehen, dass ich mit Gott lebe. Kann man sehen, dass Gott und ich zusammengehen. Viele Menschen suchen nach Hilfe, machen sich Sorgen und groß ist ihr Leid. Doch dann bin ich lieber still und leise, für klare Worte bin ich oft nicht bereit. Bin ich ein Licht, leuchte ich für Jesus. Bin ich ein Licht, das die Dunkelheit durchbricht. Ja, kann man sehen, ja, kann man sehen, dass ich mit Gott lebe. Kann man sehen, dass Gott und ich zusammengehen. Seht, da vorne, der Stall, ob es der richtige ist? Ich bin ja schon so aufgeregt. Ich lerne Jesus tatsächlich persönlich kennen. Beeilt euch doch. Jetzt macht doch nicht so einen Stress. Wir sind mitten in der Nacht. Da werden wir uns schon nicht davonlaufen. Und wer ist überhaupt Jesus? Na, das Kind in der Krippe. Woher kennst du seinen Namen? Die Engel haben es ihn nicht verraten. Das ist eine lange Geschichte. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Shalom, dürfen wir zu so später Stunde noch stören? Aber klar, wir freuen uns, dass ihr gekommen seid. Maria, Josef, ich bin so froh, euch kennenzulernen. Ihren Namen kennt ihr auch, das ist wirklich ein seltsamer kleiner Stern. Mich wundert heute gar nichts mehr. Und das ist Jesus, der Heiland der Welt? Ja, kommt nur näher und betrachtet ihn. Wow, von ihm geht so eine Wärme aus. Er zieht mich ganz in seinen Bann, das ist unglaublich. Ich fühle mich so geborgen wie noch nie. Was ist jetzt? Wieso leuchtet er auf einmal so? Dieses Licht ist unglaublich. Er spürt eure Nähe. Er ist das Licht dieser Welt, das die Dunkelheit erhält. Sieh nur, wie hell es scheint, wenn der König der Welt erscheint. Er ist der Heiland der Welt, der sich zu uns gestellt. Kommt vom Himmel auf die Erde, damit bei uns Friede werde. In welcher Dunkelheit du auch bist, auch wenn du denkst, du schaffst es nicht, weißt du nicht weiter. Er ist der Heiland der Welt, der sich
Licht, das hat Gewicht. Er ist bei dir, du wirst nie allein sein. Denk immer daran, dass Jesus ist das Licht. Er ist das Licht dieser Welt, das die Dunkelheit erhält. Sieh nur, wie hell es scheint, wenn der König der Welt erscheint. Was ist jetzt? Wieso leuchte ich nicht mehr? Oh nein, ich habe meine Aufgabe verloren. Ich bin nichts mehr wert. Sei nicht traurig, Sternkind. Hier, nimm das Kind auf den Arm, aber halt es gut fest. Bist du sicher? Darf ich so etwas Kostbares in den Arm nehmen? Das habe ich nicht verdient. Doch, das hast du. Ich bin mir ganz sicher. Jeder verdient es. Spürst du die Kraft, die von Jesus ausgeht? Ja, ja, ich spüre sie. Sie durchflutet mich geradezu. Ich bekomme ganz neue Kraft geschenkt. Seht nur, er leuchtet wieder. Und Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, tappt nicht mehr im Dunkeln, sondern hat das Licht und mit ihm das Leben. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Mama, bist du das? Sternkind, du bist zurück. Ich freue mich.
Ich mich auch. Ich habe so was Krasses erlebt, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe Hirten den Weg zu Jesus gezeigt und durfte ihn im Arm halten. Du hast ihn also wirklich gefunden und warst am ersten Heiligen Abend dabei. Ich freue mich so sehr für dich. Ich erzähle dir es später ausführlich, aber jetzt muss ich erst noch einen Auftrag erfüllen, den mir Maria gegeben hat. Was denn für ein Auftrag? Dass ich allen davon erzählen soll, die gute Nachricht darf keiner verschweigen. Na dann ist die Gelegenheit jetzt gerade günstig. Schließlich sind gerade alle versammelt, um Weihnachten gemeinsam zu feiern. Hört mal alle her, ich habe euch etwas zu sagen. Ich war heute auf der Erde und hatte fast meine ganze Leuchtkraft verloren. Aber ich hatte noch genug, um den Hirten den Weg zum Stall nach Bethlehem zu zeigen. Dort habe ich Jesus getroffen. Er hat mich wieder zum Strahlen gebracht und mir helleren Glanz verliehen als je zuvor. Was ich damit sagen will, jeder kann ein Licht für Jesus sein. Bereits ein kleines Streichholz kann einen großen dunklen Raum hell machen, wenn man es anzündet. Es gibt genug Dunkelheit auf der Welt, oft auch in den Herzen der Menschen. Doch Gott hat uns mit Jesus das Licht der Welt geschickt. Daran dürfen wir uns an Weihnachten erinnern. Viele kleine Lichter leuchten heute extra für euch Menschen. Werde auch du ein Licht für Jesus. Frohe und gesegnete Weihnachten. Viele kleine Lichter leuchten hier für Jesus. Der Stern ist aus der Zeit gefallen und wo ganz anders gelandet, als er es geplant hatte und trotzdem im Zentrum. Dieses Jahr ist in so vieler Hinsicht anders und unplanbar gewesen. Viele freudigen Erwartungen
sind enttäuscht worden. Und jetzt ist Weihnachten an diesem so unpassenden Zeitpunkt. Aber vielleicht ist das genau typisch für Weihnachten. Ich glaube nicht, dass Josef sich immer schon erträumt hatte, in dem Ort, den er extra verlassen hatte, diesem Nest Bethlehem, sein erstes Kind selber zur Welt zu bringen. In einer Zeit, in der üblicherweise die Frauen die Geburtsarbeit alleine gemacht haben, war Josef sicher nicht begeistert, bei diesem Event dabei zu sein, ohne Hilfe von außen. In einem Stall, nicht in dem gut vorbereiteten Elternhaus. Und ich denke auch, Maria ist vielleicht ins Grübeln geraten über diesen super Plan von Gott, den Retter der Welt mitten in eine Volkszählung hinein auf die Welt zu schicken. Und sie damit hochschwanger von Nazareth nach Bethlehem. In den Wehen noch keine Herberge. Einen unpassenderen Zeitpunkt gibt es kaum. Und doch, mitten da rein, kommt Gott zur Welt. In einem Stall. Mitten in einer Zeit, in der jeder von A nach B in die Stadt seiner Geburt reisen musste. Mitten da hinein kommt Gott zur Welt. So ist dieser Gott. Gott wartet nicht auf den richtigen Zeitpunkt, wartet nicht darauf, dass alles perfekt ist, dass alles vorbereitet ist. Gott kommt. Egal wie vorbereitet die Welt dafür ist. Gott kommt und manchmal fühlt sich das an wie Wehen, irgendwie ungemütlich und gewaltig, weil uns im Licht dieses Gottes bewusst wird, dass irgendwas gewaltig schief läuft, zum Beispiel. Und manchmal kommt Gott und es fühlt sich so an wie der Augenblick eines ersten Schreies, eines Babys, Erleichterung nach langer Mühe. Gott kommt. Und manchmal fühlt es sich ganz anders an, wenn Gott plötzlich nahe kommt. Vielleicht merken wir es manchmal kaum, wie es viele Leute in Bethlehem nicht mitgekriegt haben, dass in dieser Nacht der Retter der Welt, dass in dieser Nacht Gott selbst zur Welt kommt. Und andere, wie die Hirten, die wurden darauf hingewiesen, dass Gott kommt. Und zwar recht eindrucksvoll. Mit Engeln und Licht. Da war es laut und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Es war also recht klar, was das alles zu bedeuten hat. Die Engel haben es ja extra so gesagt.
Gott ist da, Gott ist nah. Lauft hin und guckt. Und auch für die Weisen war es ganz klar, dass dieser Stern etwas zu bedeuten hat. Und sie haben sich extra auf eine lange Reise gemacht, weil sie es schon vorher wussten. Da passiert etwas Großes. Manchmal ist es so, dass wir das vorher ahnen, wie die Weisen, dass uns etwas Großes begegnet. Oder dass es uns so deutlich ist wie den Hirten. Und manchmal kriegen wir es gar nicht mit, dass Gott kommt, dass Gott da ist. Gott ist oft sehr unerwartet. Das zieht sich durch die Erzählungen der Bibel und auch durch diese Erzählung. Der König der Welt in einem Stall. Irgendwie seltsam. Gott, ich bitte dich, sei du bei allen, die enttäuscht sind und traurig. Sei bei allen, die sich einsam fühlen. Sei bei allen, die kämpfen und Angst haben. Gott, ich bitte dich für alle, die heute Abend arbeiten müssen. Und für alle, die sich einsetzen für andere. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dann ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche euch und ich wünsche Ihnen, dass ihr ein ganz gesegnetes und überraschendes Weihnachtsfest habt.
und vielleicht Gott begegnet. Ob ihr das dann sofort merkt oder auch nicht. Segne und behüte dich, Gott, allmächtig und barmherzig, Vater, Sohn und Heilige Geistkraft. Amen.